So, liebe Leute, weiter geht's hier bei Amnesia The Dark Descent, dem Hype-Horror-Spiel. Auf den Spuren des angeblich gruseligsten Spiels aller Zeiten, wo, wie es von Kritikern genannt wurde. Ich muss sagen, es ist bis jetzt recht atmosphärisch, aber bis jetzt noch kommt der Gruselfaktor noch ein wenig zu kurz, für meinen Geschmack. Wir sehen uns mal hier oben. So, hier haben wir auch zwei Wege. Ist das hier Labor? Und was ist das da unten? Das ist der Weinkeller. Da kommen wir nicht durch, okay. Das war ein Mementos. Finde den Schlüssel zum Weinkeller, okay. Gut. Wir kommen nicht in den Weinkeller, da brauchen wir erst einen Schlüssel für. Wir schauen uns mal im Labor um. Ach übrigens, nachdem wir diese Sequenz gesehen haben, der Raffinerie, beginnt auch der Teil, an dem ich das Spiel blind spiele. Die anderen Kinder trieben ihn an. Er hörte, wie sein Name gerufen und er aufgefordert wurde, es zu tun. Tue ich das hier wirklich? Dachte der kleine Junge bei sich und schlug sein Opfer mit einem Stein. Ziemlich gruselig. So, wir bleiben ein bisschen im Licht stehen, damit sich unser Verstand wieder etwas beruhigt. Ihr habt das Knistern schon gerade gesehen. Schöne Staubpartikel hier. Okay. Was war das gerade? Da hat er mal starke Blähungen. So, hier unten. Da liegt. Was ist das? Eine Truhe? Nein, das ist ein Regal. Aber da liegt Öl. Öl, 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 Öl. Unser Öl ist das wichtigste Öl. Und ansonsten. Auf jeden Fall hören wir Kinderschreie. Also, es gibt noch Personen hier. Das ist interessant. Also wir durchsuchen wirklich mal hier alle Ecken und Kanten, damit wir auch nichts übersehen. Vielleicht ist es mal an der Zeit, dass wir so eine Zunderbüchse benutzen, an dieser Fackel hier. Und wir etwas Licht zumindest haben. So, der Kopf dröhnt und die Hände zittern. Das hat auch damit zu tun, dass wir jetzt ein bisschen gruselige Aktivitäten gesehen haben. Denn je mehr gruselige Aktivitäten wir hier sehen, desto unwohler wird uns. Und desto leichter können wir in Panik ausbrechen, beziehungsweise in Ohnmacht fallen. Ich weiß noch nicht genau, wie sich das Ganze äußern wird. Da planscht unten was. Öl, 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 Öl. Sehr schön. Was ist das hier? Das Fehlen eines Schornsteins zum Ablüften der Dämpfe meiner Experimente hat sich auf meine gelagerten Integrenzien ausgewirkt. Einige schienen nicht betroffen, aber viele sind durch die Dämpfe beeinträchtigt und werden schwierig zu retten sein. Ich werde tun, was ich kann, um sie in den Weinkeller umzulagern. Das ist höchstwahrscheinlich auch einer der Gründe, warum wir in den Weinkeller müssen. Das ist eine Apparatur hier. Scheint nicht von Belangen zu sein für uns. Hat da gerade was geblitzt? Ah, weiß, 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 hell. There should be more Cooperite. Let me see, let me see. And one part Aqua Force. Aqua Force. Okay. Was liegt hier? Dies ist mein früheres Alchemie-Experiment. Das ist mein erster Versuch, künstliche Lebensessenz zu gewinnen. Die frühere Zusammensetzung war nicht stark genug, aber ich fühle, dass ich fast am Ziel bin. Zinkerz und Opriment müssen hinzugefügt werden und Kuprit bindet sie gut. Diesmal werde ich Königswasser anstelle von Scheidewasser verwenden und hoffe, dass es eine gleichmäßigere Lösung ergibt.
Das Experiment war erfolglos. Die Lösung ist im hohen Grade säurehaltig und praktisch für nichts zu verwenden, außer vielleicht als Reinigungsmittel. Organisches Gewebe reagiert besonders heftig mit der Lösung und mit ihr sollte äußerst vorsichtig umgegangen werden. Vielleicht kann ich das Rezept verwenden, aber ich verliere langsam die Hoffnung, dass ich eine alchemische Lösung zu meiner nützlichen Lage finden werde. So, da haben wir einen Chemietopf gefunden. Und ihr wisst sicherlich vielleicht schon, was das heißt, dass wir eine Säure basteln können, mit dem wir das organische Gewebe da vorne dann bekämpfen können. Noch mehr Zunderbüchsen brauchen wir unbedingt. Ich lasse die Laterne nicht gerne lange an. Aber was muss, das muss. Was haben wir hier drin? Da leuchtet was. Was ist das? Schauen wir uns mal an. Eines Tages werde ich zurückkehren. Wenn es nicht für dich wäre, meine Liebste, wäre ich nicht in der Lage, weiterzumachen. Wenn ich diese schrecklichen Dinge tue, finde ich Trost in dir. Solange ich noch an dich denken kann und nach einem gemeinsamen Leben streben kann, weiß ich, dass ich besser bin als andere. Ich weine um sie. Sie streben nach grenzenloser Macht, wo ich mich nur nach Gerechtigkeit und einer sicheren Rückkehr sehne. Gut zu wissen. So, wir hören... Wir hören Schritte knatschen, aber noch sehen wir hier nichts. Trotzdem ist mir nicht gerade wohl bei dem Gedanken, dass wir hier Schritte hören. So langsam bildet sich wirklich da eine gewisse Art Gruselfaktor. Wenn man nach Canterbury will, muss man Dover durchqueren. Er nahm sich einen Besuch vor, um sein schlechtes Gewissen gegenüber der vernachlässigten Familie zu beruhigen. Okay. Ah. Puh, ist etwas. Hier scheinen auf jeden Fall noch andere Menschen im Haus zu sein. Ob wir sie finden, und ob die dann überhaupt noch leben werden, wenn wir sie finden... Scheint ungeklärt. Ah, Zunder. Ordentlich Zunder unterm Ofen, du. So, ich habe noch gar nicht die ganzen Mechaniken erklärt, die wir hier benutzen können. Wir können sprinten, springen, uns hinknien und hier mit den Tasten Q und E so ein bisschen umherwackeln, damit wir zum Beispiel um Ecken spähen können. Das ist besonders nützlich. Wenn wir hier in solchen Ecken stehen und gucken wollen, beziehungsweise gefahrlos gucken wollen, was dahinter steht, ohne unseren ganzen Körper preiszugeben. So, wo geht's hier hin? Es lässt sich nicht bewegen. Aber Zunder. Zunder, 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 Zunder. Zunder ist immer wichtig. Noch was hier unten? Anscheinend nicht. Nur diese abgesperrte Tür. Ich weiß auch nicht, warum die abgesperrt ist. Vielleicht werden wir das nie erfahren. So, da betreten wir mal die Archive. Die Tür schlug hinter ihm zu und er wusste, er würde den alten Schneider am Berkeley-Platz in London nie wiedersehen. Auch eine einsame Seele mehr in London erschien irgendwie passend. So, hier brennt Licht. Also muss hier jemand vor kurzem gewesen sein. Seltene Bücher. Ah, hier ist es recht freundlich. Was sieht hier? 16th of May, 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. Okay. Anscheinend war oder ist Daniel ein Archäologe, der sich in Algerien umgesehen hat. So, hier mal noch irgendwas.
Soweit nicht, okay. Habt ihr mal auf das Datum geguckt? 1839, also es ist recht recht alt. Ne, recht alter Zeit. So, da haben wir noch was. Wilhelms Vertrag. Hiermit biete ich Alexander, dem Baron von Brennenburg, meine volle Aufmerksamkeit und Dienste. Dieser Vertrag ist 3 Jahre gültig und ich werde dann meine Freiheit wieder erlangen. Punkt. Außerdem empfiehlt Alexander, Baron von Brennenburg, meine Dienste dem preußischen Königshof sowie dem Orden des Schwarzen Adlers. Möge niemand diesen Vertrag brechen. Wilhelm Hausgierig. Okay, scheint sind wir hier irgendwo in Preußen gelandet. Ich möchte gerade dazu mal betonen, dass dieses unheimliche Windgeräusch hier nicht gerade das angenehmste ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Zunder. Das ist aber auch wiederum angenehm, Zunder zu finden. Um ein bisschen Licht hier, damit ich mich nicht verklicke. Okay, wir sind wieder voll auf. Und dann geht's hier durch, oder? Haben wir hier noch was? Zunder, 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 Zündstoff? Nix. Gut, okay. Dann, wo sind wir hier? Ah, Licht. Oh, ist das hell hier. Kinders. Daran sind ja meine Augen gar nicht mehr gewöhnt hier. Nimm das Licht. Dann nimm Licht. Okay, da sind wir in den Katalogen gewesen. Was ist das hier? Studie. Das können wir aufmachen. Wir sind von hier gekommen, oder? Kataloge und seltene Bücher. Da waren wir drin. Okay. Geht's da lang und da lang. Ich würde erstmal sagen, dass wir hier lang gehen. Ja, sieht doch recht nice draußen aus. Ein bisschen scheint ein bisschen wintermäßig zu sein. Draußen sind ein paar Bäumchen. Das gefällt mir recht gut. Müssen wir hier noch einen Durchgang? Ja, oh, der sieht dunkel aus. Der ist dunkel. Ansonsten. Geräusche. Okay. Ich werde diesen Gang nicht lang gehen. Ach komm, sei kein Feigling. Ab durch die Mitte da jetzt hier. Angriff! Wir haben ja ein bisschen Licht, um uns hier das Ganze ein bisschen wohliger zu gestalten. Dennoch nicht, Öl. Öl ist immer gut. Wir können sogar ins Klavier reingucken und ein bisschen Klavier spielen. Scheint aber nicht unbedingt notwendig zu sein. Ha. Dieser Ritter. Nichts Nützliches. So, oh. Da ist uns das Öl abhanden gekommen. Okay. Ich werde hier aber nochmal rausgehen. Denn, bevor ich diese Räume da erkundige, möchte ich erstmal diesen anderen Gang da gehen. Und zwar, ich werde erstmal Öl nachgießen. Ah, genau. Ich möchte nämlich nicht alles auf einmal verbraten. Ich glaube, hier war das, ne? Oh. Oh, war ja was für Geräusche. Wie Chewbacca hört sich das gerade an. Was ist das? Eine Nachricht. 17th May 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me.
I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunt. I was trapped. Was? Was war das gerade? Wir haben irgendwas übersprungen gerade, das weiß ich nicht wieso. Das schaue ich mich gerade nochmal an. Wie war das? Seltsam vertraut vor. Dieses merkwürdige Gefühl habe ich jetzt noch. Am hinteren Ende der Kammer verschloss eine riesige Steinplatte, was auch immer dahinter liegt. Ich ließ die Steinplatten anheben und als ich mich durch die enge Lücke zweckte, fiel der schwere Stein plötzlich zurück und schloss mich dahinter ein. Ich war gefangen. Okay. Wir sind im Time-Management gefangen. Wir machen 16 Minuten. Deshalb machen wir an dieser relativ hellen Stelle hier mal wieder Feierabend. Ich muss sagen, das Spiel ist recht cool. Wir werden mal sehen, wohin uns der ganze Weg hier noch bringt. Ich werde erstmal sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Unleash Your Dark Descent. Wir sehen uns. Bis dann.